Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute die Referentin für Sie da sein darf. Geht das mit dem Ton? Verstehen Sie mich ganz gut? Prima. Ich habe die Ansage, dass ich mich nur hier in diesem Radius bewegen darf. Ich bin sonst immer eine Wanderin, sage ich mal gerne. Da versuche ich mich heute so ein bisschen hier festzuhalten auch. Ja, der Vortrag heute heißt Regional- oder Nationalsichtweise auf 100 Jahre deutsch-dänische Grenze. Eine Gemeinschaftsveranstaltung, eine Veranstaltungsreihe, wie Frau Weber schon gesagt hat. Und ich habe den Vortrag mit 70 Jahre Grenzfriedensbund zu halten. Und das tue ich sehr, sehr gerne, weil meine Aufgabe ja ist, für den ADS Grenzfriedensbund aktiv zu sein. Die Geschichte ist sehr, sehr spannend. Ich habe in den letzten Tagen die Gelegenheit gehabt, sehr viel eben halt in die Dokumente, in die Grenzfriedenshefte einzutauchen. Und ich muss Ihnen sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe eben halt sehr viel davon heute eben halt auch an Sie weitergeben zu können. Der Vortrag 70 Jahre Grenzfriedensbund soll stehen im Wandel der Zeit. Und ich möchte eben halt damals, heute und morgen für Sie präsentieren. Ich möchte gliedern, indem ich die Grenzvereine vorstelle. Es gibt eben halt nicht nur den Grenzfriedensbund, natürlich sonst mehrere. Speziell eben halt dann über den Grenzfriedensbund berichten und über die Fusion. Frau Weber hat schon sowas angedeutet und kommen dann schließlich zum Aktuellen. Ja, gucken wir uns an die Grenzvereine und gucken in das Jahr 1949. Frau Weber hat schon gesagt, das ist eben halt ein entscheidendes Jahr, weil in diesem Jahr die Grenzvereine gegründet wurden, nämlich der Deutsche Grenzverein, nämlich der Schleswig-Holsteinische Heimatbund und nämlich die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig. Hier unten, das möchte ich eben halt besonders betonen, es waren alles konservative bürgerliche Grenzvereine. Das ist heute sicherlich ein bisschen anders, moderner, aber damals muss man das betonen, dass es konservative Vereine waren. Wir gehen da auch noch mal drauf ein, was das dann im Einzelnen bedeutet. Wie sind sie gegründet worden? Es gab eben halt den Deutschen Grenzausschuss, der im Dezember 1949 gegründet wurde und der aktiv war bis 1997, gegründet durch den damaligen Ministerpräsidenten Bruno Diekmann und mit Vorsitz des Landrates Friedrich Wilhelm Lübcke. Hier sind jetzt dann nochmal die Bereiche, wo die einzelnen Vereine eben halt aus erwachsen sind. Es war der Verein für Erwachsenenbildung und Büchereien, aus dem letztendlich dann der Deutsche Grenzverein gebildet wurde, mit Vorsitz von Herrn Lübcke. Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund, der vormals Landesverein für Heimat- und Denkmalpflege war, mit Richard Schenk als Vorsitzender und die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig, ADS, mit Vorsitz von C.C. Christiansen. Ich gehe zum Teil eben halt dann noch auf die Persönlichkeiten ein. Diejenigen, die alle diesen deutschen Grenzausschuss sozusagen ergänzt haben, sind Personen, die hier unten genannt sind. Jens Nidal, der uns gleich auch noch begegnen wird, Franz Schriever, Kai-Uwe von Hassel, Paul Jessen, Harald Hansen und Alex Henningsen, die alle sozusagen in diesem deutschen Grenzausschuss dann aktiv waren. Es gab Gäste mit Herrn Klaus und mit Herrn Hansen, aber ich möchte betonen, ohne Beteiligung des Grenzfriedensbundes. Es gab aus diesem Verein, ich gehe nochmal zurück, der Deutsche Grenzausschuss hat dann diesen drei Vereinen Aufgaben verteilt. Und diese Aufgaben, da gehe ich kurz drauf ein, sind dann eben halt für den Deutschen Grenzverein gewesen, das Büchereiwesen, das Volkshochschulwesen oder die Volkshochschularbeit zu gestalten, die Volkstumsarbeit, die Jugendpflege und Stipendien für Studierende aus Nord- und Südschleswig eben halt zu vergeben.
guckt man nach vorne, einmal ganz, ganz schnell, das ist auch gleich wieder weg, dann sieht man eben halt, dass aus dem Deutschen Grenzverein eine ganze Menge eben halt erwachsen ist. Nämlich die Akademie Sankelmark mit dem Europäischen Akademie Schleswig-Holsteins, die Akademica Baltica, Europe Direct Informationszentrum Südschleswig, der Schersberg mit dem Internationalen Bildungsstelle Jugendhof Schersberg und die Nordseeakademie in Leck, die heute eben halt den Grenzfriedensbund ausmachen, heute eben halt den Deutschen Grenzverein ausmachen. Zurück, damals der Schleswig-Holsteinische Heimatbund war eben halt und wurde oder bekam die Aufgabe zugeteilt, die Dachorganisation aller regionalen Heimatverbände zu sein, Patenschaft für die nordschleswischen Einrichtungen darzustellen, die Zeitschrift der Schleswig-Holsteiner herauszugeben. Später war es der Schleswig-Holsteiner, dass der entfiel dann und hatte eben halt die Aufgabe, mitzuwirken bei der Unterbringung von Ferienkindern aus Nordschleswig. Auch mal in die Zukunft eben halt geschaut. Heute der Heimatbund, Dachverband von rund 240 Mitgliedsorganisationen, zum Beispiel regionale Heimatvereine, Orts- und Kreisgruppen, Volkstanz- und Trachtengruppen, Museen, aber auch Naturschutzorganisationen und ganz wichtig natürlich eben halt niederdeutsche Vereine und Theatergruppen, die heute sich unter dem Heimatbund wiederfinden. Gucken wir zur Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig, ADS. Dieser wurde zugeteilt, sozialtätige Organisation zu sein. Aufgaben wurden vergeben in der Betreuung von Kindergärten, in der Betreuung von Jugendeinrichtungen und Schullandheimen, die finanzielle Unterstützung der Gemeindeschwestern, die Korrespondenz für Sammlung und Weitergabe von Nachrichten aus der Grenzregion und die Einbindung bei wirtschaftlichen Fragestellungen. Bisschen wirtschaftlich damals eben halt schon angelegt. Ich gehe nochmal zurück auf den ADS, werde ich später nochmal genauer eingehen, nicht wie gerade eben, dass ich eben halt über den Grenzverein bzw. über den SHHB aktuell berichte, das kommt im späteren. Ja, dann passierte Folgendes, dass am 11.03.1950 in Husum der Bund für deutsche Friedensarbeit im Grenzland sich zum Grenzfriedensbund gründete. Noch ein Grenzverein, ein weiterer. Damit gab es vier Grenzvereine, die sozusagen gleichzeitig aktiv waren. Hier muss man allerdings sagen, gibt es eben halt eine besondere Tradition der Sozialdemokraten, die eben halt zur Überwindung der Differenzen zwischen den Völkern sich zusammengefunden hat. Es waren eben halt sehr viele SPD-Politiker, die damals sich zusammenfanden und diesen Verein eben halt auch getragen und vorangetrieben haben. Was sie bemängelt haben, war, dass bislang nicht angesprochene Bevölkerungsschichten eingebunden waren. Weder durch Besitz noch durch Bildung Privilegierte waren in irgendeiner Form bei den damals eben halt schon bestehenden Grenzvereinen zu finden. Deswegen eben halt hier der Fokus auf die bisher nicht angesprochenen Bevölkerungsschichten. Man wollte gerne materielle und finanzielle Hilfen in besonderen Familiensituationen gewährleisten. Man wollte eben halt die einfachen Leute stärken und man wollte sehr viele Veranstaltungen und Vorträge halten, um letztendlich eben halt dann als Verein aktiv zu sein. Einiges von dem haben Sie bei den anderen Aufgabenfeldern schon gesehen. Und das war natürlich klar, dass eben halt jetzt dann Aufgabenfelder sich überschnitten haben und dass Klarheit geschaffen werden musste. Die Gründungsväter sind hier genannt. Das ist ein Papier aus einem der Grenzfriedenshefte. Hier sehen Sie sozusagen die 15 Gründungsväter, die hier alle genannt sind. Die Gründungsväter des Grenzfriedensbundes mit der Aufgabe, deutsche Kulturarbeit im europäischen Sinne zu leisten. Das Augenmerk auf die Grenze mit den kulturellen und sozialen Aufgaben, die sich in der besonderen Lage des Grenzlandes ergaben und das Ausräumen von Missverständnissen gegenüber den schon bestehenden Verbänden auch im dänischen Lager entsprechend zu thematisieren. Eine Satzung wurde erstellt und die Satzung sagt Folgendes: Erstrebt wird eine bessere soziale Situation sowohl des Einzelnen als auch wirtschaftlich für das Grenzland. Dazu erlauben Sie mir bitte, dass ich ein Zitat aus einem der Grenzfriedenshefte vorlese. Es ist eben halt das Grenzfriedensheft Nummer 1 des Jahrgangs 1970.
erstrebt wurde, habe ich schon gelesen. Hier stellten sich alsbald ehrenamtliche Helfer aus allen Schichten der Bevölkerung zur Verfügung, welche die Sozialarbeit auf sich nahmen. Notfälle einzelner Personen und Familien wurden aufgespürt und nach Möglichkeiten gemildert. Hilfen für Sondersituationen wurden geleistet. Es kam darauf an, dass zur Verfügung stehende Mittel gerecht und wirksam verteilt wurden. Erstrebt wurde als weiteres eine Vertiefung des allgemeinen Wissens um das deutsche Kulturleben und die Kenntnisse über das Grenzland und die dänischen Nachbarn. Auch hierzu steht in der Satzung: Hierfür stellten sich ebenfalls viele Helfer zur Verfügung, die Vortragsabende über entsprechende Themen durchführten. Es gaben sich echte Leistungen, die im Landesteil Schleswig 20 Jahre hindurch alljährlich 4 bis 5 Veranstaltungsabende abgehalten wurden, die durchweg gut besucht waren. Die beiden Personen, die ich hier namentlich nennen möchte, sind einerseits Ernst Harms, der sich eben halt auch mit finanziellen Mitteln entsprechend einsetzte, und Detlef Hansen, der sehr, sehr viel eben halt dann Vorträge gehalten hat, um letztendlich über die Kulturen dies und jenseits der Grenze dann eben halt zu berichten. Das, was hier in Grau steht, da kommen wir dann gleich drauf zu. Ja, der erste Gründungsvater, ich habe ihn eben halt schon genannt, und Vorsitzender ist der Schulrat Detlef Hansen gewesen, der in Husum aktiv war und der sozusagen dann als Vorsitzender und Geschäftsführer des Grenzfriedensbundes aktiv war. Ja, wenn es 4 Vereine gibt, dann wollen 4 Vereine auch Geld haben und 4 Vereine wollen eben halt auch eine Daseinsberechtigung haben. Und Sie können sich eben halt vorstellen, die Aufgaben haben wir uns gerade angeguckt. Es gab Differenzen zwischen den Vereinen und es gibt eben halt dann ab und zu mal die Möglichkeit, einen Schlichter einzuholen, der letztendlich dann hilft, dass die Vereine alle glücklich nebeneinander agieren. Hier war es nun so, dass der Grenzfriedensbund natürlich mit seinen Aufgaben auch beim Bund, damals beim Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, um Gelder sich beworben hat. Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen hat letztendlich dann die Neuordnung der Aufgabenfelder wieder zurückdelegiert, wie man das immer so schön macht. Sie hat eben halt geraten zur institutionellen und inhaltlichen Neuordnung der Grenzkulturarbeit. Und sie hat eben halt dann undurchsichtige und nicht nachvollziehbare Kontrollmechanismen der Verwendung der Gelder bemängelt und dringende Überarbeitungsbedürftigkeit eben halt angemahnt. Das kann man anmahnen, dann passiert was oder es passiert nichts. Hier passierte Folgendes, dass die Gelder damals aus Bonn einfach gestoppt wurden. Und das ist natürlich unangenehm für einen Verein oder für die Vereine. Dann muss man aktiv werden und sie sind aktiv geworden. Es gab ein Gremium, da kommen wir gleich dann eben halt noch drauf zu sprechen, aus Mittlern zwischen den Grenzverbänden, zwischen Kiel und Bonn, die letztendlich eben halt die ungeklärten Verhältnisse und damals ganz besonders zwischen dem ADS und dem Grenzfriedensbund dann eben halt gesteuert und beigelegt haben. Die Klärung, ich muss einmal nach vorne luschern. Ja, das waren eben halt dieser Ausschuss, nämlich der Deutsche Grenzausschuss, der uns ja schon mal begegnet ist. Aber dann in diesem Fall, hier sind wir die 4 Grenzvereine mit den ehemaligen Namen zum Teil, beziehungsweise mit den Vorsitzenden. Hier für den Grenzfriedensbund eben halt dann der Landesdirektor Jens Nidahl. Und letztendlich dann der Grenzpolitische Rat für den Landesteil Schleswig, der letztendlich dann je einen Vertreter der Grenzverbände und weitere Mitglieder letztendlich dann eben halt in diesem Grenzpolitischen Rat dann zusammenbildete und die letztendlich dann dafür gesorgt haben, dass die Aufgaben verteilt wurden. Die Klärung fand dann 1952 statt und der Grenzfriedensbund hat dann eben halt besondere Aufgaben übernommen, nämlich eben halt die Sozialhilfen an die Einzelpersonen zu vergeben. Das war ja der ursprüngliche Wunsch eben halt auch, sich dieses Feldes anzunehmen und im Einvernehmen mit dem ADS. Die Betreuung der Nordschleswiger, insbesondere in besonderen Angelegenheiten, hier das Thema Rente, Kriegsopferentschädigung, sonstige sozialpolitische Fragestellungen, die ab dann eben halt dem Grenzfriedensbund unterlagen.
und dann eben halt die Gründung der Arbeitsgemeinschaft für Landes- und Volkstumsforschung, die allerdings dann ab 1955 wieder beim Schleswig-Holsteinischen Heimatbund angesiedelt wurde. Gründungsväter habe ich eben halt gesagt, Satzung haben wir eben halt auch besprochen. Was eben halt noch besonders wichtig war, ist und was die Grenzfriedenshefte dann ausmacht, zu denen wir jetzt entsprechend kommen, ist die Aufklärung und Unterrichtsarbeit mit einer großen Breitenwirkung zu betreiben, nämlich durch die Herausgabe zunächst des Grenzfriedensbriefes und später dann eben halt der Grenzfriedenshefte. Wir haben hier die Väter nochmal des Grenzfriedensbundes mit Jens Nidahl, der von 1951 bis 1961 Gründungsmitglied und Vorsitzender des Grenzfriedensbundes war. Wir haben hier oben mit Hans-Peter Johansen den nächsten Vorsitzenden, nämlich von 1961 bis 1977 und dann danach Arthur Thomsen, der dann gleichzeitig eben halt auch Ehrenvorsitzender des Grenzfriedensbundes entsprechend wurde. Diejenigen, die letztendlich dann für die Grenzfriedenshefte oder Grenzfriedensbriefe und Grenzfriedenshefte zuständig waren, waren die Redakteure. Hier oben sehen wir zunächst Ernst Bayer und hier Dr. Lippin, die leitende Redakteure entsprechend dann für die Grenzfriedenshefte waren. Hier oben eben halt bis 1981 und hier eben halt ab 1981. Wer von Ihnen bezieht die Grenzfriedenshefte? Einige von Ihnen. Hinten liegen welche, Sie dürfen sich gerne entsprechende Hefte mitnehmen. Wir haben hier eine Collage der Grenzfriedenshefte, das sind nicht alle. Ich habe hier Nummer 1 und das schone ich, das gebe ich nicht raus. Alle Grenzfriedenshefte stehen bei mir im Büro in einer Vitrine und ich schätze es sehr und freue mich immer, darin blättern zu können, darin lesen zu können. Wie Sie sehen, sehen die Grenzfriedenshefte im Laufe der Zeit anders aus. Das ist sozusagen das erste Erscheinungsbild, das ist das zweite. Dann gibt es hier nochmal eine Variante und ab dann sehen die Grenzfriedenshefte gleich aus. Auch das aktuelle Heft, das Sie eben halt hier hinten sich mitnehmen können, hat eben halt dieses Erscheinungsbild. Seit 1993 werden sie in ununterbrochener Reihenfolge herausgegeben. Zunächst 4 Hefte pro Jahr, seit 2014 sind es 2 Hefte pro Jahr, mit Ausnahme von 2017, wo es nur ein Gesamtband gab. Wenn man annimmt, dass pro Heft 6 Artikel geschrieben wurden, dann kommt man auf eine stolze Suppe von 1400 Artikeln in 251 Bänden. Es sind nicht nur die Artikel, sondern es ist auch die Umschau, es sind Buchrezensionen, es ist Sonstiges an Informationen, was in diesen Grenzfriedensheften ist. Es ist ein wahrer Schatz an Historie über Artikel dies und jenseits der Grenze von namhaften Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die letztendlich eben halt in diesen Heften herausgegeben werden und von Herrn Dr. Lippin jahrelang eben halt liebevoll betreut worden und weitergeführt worden. Es gibt weitere Sonderausgaben, diverse Sonderausgaben, die eben halt dann nicht in dieser Reihe und auch nicht in diesem Erscheinungsbild waren, aber die das Ganze eben halt komplettiert haben. Also, wer von Ihnen gerne mal Hefte bzw. eben halt besondere Artikel sucht, möge sich gerne an uns wenden. Seit 2017 hat Herr Dr. Lippin dann den Staffel weitergegeben an Herrn Dr. Matthias Schartl, der nun der verantwortliche Redakteur der Grenzfriedenshefte ist. Im Laufe der Zeit hat es dann noch einen Zusatz zu den Grenzfriedensheften gegeben, nämlich Zeitschrift für deutsch-dänischen Dialog. Was sind die Grenzfriedenshefte? Was sollen sie? Sie sollen eben halt die Förderung eines nachhaltigen und lebendigen Miteinanders um das alte Schleswig als zukunftsträchtige, lebenswerte und lebendige Region zu erhalten und ausbauen dienen. Sie sind weiterhin in Heftform. Es gab mal eine Zeit, wo die Sorge bestand, dass diese Grenzfriedenshefte nicht mehr in Heftform herausgegeben werden. Nein, dafür stehe ich heute auch hier. Das wird weiterhin so sein. Aber wir wollen sie natürlich in der Zukunft eben halt auch den jungen Leuten schmackhaft machen. Und dafür sind wir dabei, alle online zu stellen. Wir haben tatsächlich gerade alle 1400 Artikel online sozusagen vorbereitet. Demnächst sind sie wissenschaftlich
wissenschaftlich auch recherchierbar nach Referenten, aber eben halt auch nach Stichpunkten. Und wir werden dann eben halt auch daran arbeiten, sie in der Zukunft noch weiter für die Jugend, das wissen Sie alle, die Jugend liest anders, attraktiver machen. Wer ist im Redaktionsteam? Es sind Ehrenamtler, die tätig sind und sie sind unabhängig und das wird auch weiterhin entsprechend so sein. Vorsitz hatte ich schon gesagt, Dr. Matthias Schartl, Levke Bittlinger, Kulturanthropologin ist mit dabei, Ruth Clausen, Museologin, Archivarin ist mit dabei, die ehemalige Leiterin des Deutschen Gymnasiums in Appenrade, Ilse Fries ist mit dabei und der Lehrer am Deutschen Gymnasium in Appenrade, Gerhard Liebing-Schlaber, ist ebenfalls mit dabei. Ich möchte gerne jetzt etwas weiteres für Sie vorlesen, nämlich eben halt ein Artikel bzw. ein Auszug aus einem Artikel, der letztendlich von Rolf Fischer, dem AD-Mitglied des Landtages, eben halt verfasst worden ist, als es um die Mitglieder des Grenzfriedensbund und neue Felder und neues Profil ging. Das ist erschienen im Heft Nummer 1, April 2000. Und dort geht es eben halt drum, um die Grundwerte letztendlich eben halt der Grenzfriedenshefte. Wie sollen sie beispielsweise in den nächsten Jahren erscheinen und was möchte man entsprechend machen? Die Frage ist schon häufig und von vielen gestellt worden, meist zu runden Geburtstagen unserer, aber auch anderer Grenzverbände. Stellvertretend soll aus dem Jahre 1990 der frühere Landessekretär von Danz Grenze vor Ähnling zitiert werden. Was sollen wir eigentlich mit den Grenzverbänden in einer Zeit, wo man nicht länger von Grenzkampf, sondern mehr von der Überbrückung und dem Abbau von Grenzen spricht? Von einer völligen Veränderung der Aufgaben der Grenzverbände ist die Rede, von überflüssig werden gar, wie Arthur Thomsen mit Verweis auf eine journalistische Anfrage anführt. Und tatsächlich erschließt sich auch das historisch-politische Aufgabenfeld eines Grenzverbandes in einer Zeit der Grenzüberwindung und Annäherung dem beiläufigen Beobachter nicht auf den ersten Blick. Somit soll auch der Beitrag jetzt hier von Herrn Fischer, zwar zum Anlass des 50-jährigen Bestehens, aber weniger in der Rückschau, vielmehr eben halt diese Frage wieder stellen und thematisieren, verbunden allerdings mit dem Versuch, neue Aufgaben und Arbeitsfelder für den Grenzverband zu formulieren. Vielleicht entsteht an einer Jahrhundertschwelle eine fruchtbare Diskussion über das Profil unseres Verbandes, denn eines ist klar, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also Herr Fischer hat Ansatzpunkte gegeben, erste Ideen gegeben, wie man möglicherweise die Grenzfriedenshefte eben halt auch langfristig aufstellen kann. Er stellt Thesen vor, kommt dann letztendlich zu dem Schluss, der Grenzfriedensbund muss regional stark bleiben, indem er neue Identität und Kooperation in Grenzland fördert. Der Grenzfriedensbund muss sozial aktiv bleiben, indem er grenzüberschreitend neue Gruppen anspricht. Der Grenzfriedensbund muss europäisch orientiert bleiben, indem er Europa und Regionen neu verbindet. Was ist seit der Zeit passiert? Eine Idee war letztendlich dann, in den Dialog zu gehen, wie gerade beschrieben. Und die Dialogveranstaltung gibt es im Grenzfriedensbund seit 2001. Renate Schlack, die ehemalige Minderheitenbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein und Mitglied des Grenzfriedensbundes, hatte die Aufgabe inne, diese Dialogveranstaltung einmal im Jahr durchzuführen. Sie sehen jetzt hier an dieser Stelle die einzelnen Themen der Dialogveranstaltung: Zukunft der Minderheiten, soziales Europa über den Kirchturm hinaus, nordfriesische Identität, neue kommunale Strukturen in Dänemark, Umgang mit unserem gemeinsamen Kulturerbe, Bestandsaufnahme und Strategieempfehlung, Zukunftsfaktor Vielfalt, welchen Beitrag leisten die Grenzfriedensverbände zum friedlichen Miteinander, Blick nach Europa, Bedeutung der Minderheitenpolitik, Düppel 2014, Begegnungen, Ausblick, U30 gehen oder bleiben, eine grenzüberschreitende Diskussion junger Grenzbewohnerinnen, die Bonner-Kopenhagener Erklärung,
Und die Friesen, unerwähnt, unerhört. Die Deutschen, Sinti und Roma, wer sind sie und was wollen sie? Und hier unten dann die letzten Dialogveranstaltungen, die sich mit Grenzland erleben beschäftigen und die gerade im letzten Jahr dann stattfindende Veranstaltung, die sich mal mit einem neuen Thema mit ganz vielen jungen Leuten und mit Schülern beschäftigt hat. Hier hat es eben halt um Klima sich gerankt und Klima macht nicht an der Grenze halt. Und dort haben wir uns entsprechend ausgetauscht mit deutschen und dänischen Schülern. Und es war eben halt eine andere Form des Dialoges, was eben halt die jungen Leute dann auch natürlich an die Arbeit des Grenzfriedensbundes entsprechend heranführt. Ich komme zurück, weil wir jetzt dann in den Bereich der Fusion gehen, nochmal zur Aufgabenverteilung der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig. Die finanzielle Unterstützung, haben Sie mitbekommen, wurde dem Grenzfriedensbund eben halt zugestanden und das Korrespondenzbüro für Sammlung und Weitergaben von Nachrichten aus der Grenzregion ist letztendlich dann auch von der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig an den Grenzfriedensbund weitergegeben worden. So viel damals dann 1952 zur Aufgabenverteilung. Was ist der ADS und was ist aus dem ADS dann entsprechend passiert nach 1949? Ich möchte kurz eben halt darauf eingehen, wer eigentlich der Verein ist und was der Verein macht. An dieser Stelle sage ich immer, und das muss man einfach ganz deutlich sagen, wir waren nicht die Guten. Denn letztendlich Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig hat eine ganz klare Position und war damals eben halt gegründet worden gegen die dänischen Strömungen in Flensburg. Und die Herren, die gegründet haben, sie wollten eben halt, dass letztendlich dann unsere Kinder in Flensburg, die damaligen Kinder in Flensburg auch deutsch aufwachsen und entsprechend nicht dänisch, weil damals war es eben halt die überwiegende Stimmung nach der Wahl, war eben halt dänisch. Und deswegen haben die Herren dann sich überlegt, hier C.C. Christiansen und auch Hans Detlefsen dann später, was können wir tun, damit eben halt unsere Kinder in dieser Region aufwachsen. Und deswegen haben sie sich Folgendes eben halt überlegt, was brauchen wir, was wollen wir machen? Und sie haben tatsächlich dann über die Grenze geguckt und geguckt, was können die Dänen dann gut. Und die Dänen können einfach gut mit Kindern umgehen, sie können eben halt gut Bildung, sie können eben halt gut Betreuung. Und deswegen haben dann die beiden Gründungsväter einerseits die Baracke, die in Engelsbü in Flensburg stand, umgebaut zum Kindergarten. Das ist unser allererster Kindergarten. Und sie haben die Baracke, die in Glücksburg stand, umgebaut eben halt zum Schullandheim. Heißt also einmal die Kinderbetreuung rundum mit einem Mittagessen, was natürlich in den Kriegszeiten sehr, sehr wichtig war. Und letztendlich hier dann die Ferienbetreuung der Kinder. Der ADS hat dann eben halt weitere Aufgaben erfüllt, nämlich die offene Jugendarbeit, Mutter- und Kindeinrichtungen, Seniorenarbeit, Familienbildung und Beratung, Selbsthilfe, Pflege, Sozialstation, soziales Training, ist Gesellschafter bei einigen Bereichen mit dabei und wirkt mit in Bedachverband eben halt von einer sozialen Einrichtung. Das heißt also, die Aufgaben des ADS Grenzfriedensbundes waren eben halt über die Zeit von 1950 oder 1949 bis heute sehr, sehr vielfältig. Einiges davon machen wir nicht mehr, wird entsprechend nicht mehr bearbeitet, wie beispielsweise das Führen von Mutter- und Kindeinrichtungen oder eben halt Pflege und Pflegestationen, Sozialstationen. Das sind Bereiche, von denen haben wir uns in den Jahren entsprechend getrennt. Die Fusion. Die Fusion fand statt am 01.01.2007. Das Land Schleswig-Holstein hat zu der Zeit überprüft, 4 Grenzvereine werden wir tatsächlich oder brauchen wir tatsächlich alle 4 Grenzvereine. Das war zu einer Zeit, wo letztendlich das Geld knapp war und wenn die Kassen eben halt klamm sind, dann hinterfragt man alles und prüft genau, welche Vereine braucht man und welche will man entsprechend unterstützen. Auch da habe ich einen O-Ton, nämlich aus dem Heft 4 2006. Und wie Sie sehen, steht hier unten,
Nicht ausgeben, letztes Heft. Das wird also wirklich bei mir ganz hoch gepflegt und ist für mich eben halt auch sehr, sehr wichtig, weil es beschreibt eben halt, warum die beiden Vereine fusioniert wurden, hier aber aus der Sicht des Grenzfriedensbundes. Am 27.11.2006 beschloss die Mitgliederversammlung des Grenzfriedensbund in Flensburg die Fusion zum 01.01.2007 der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig-ADS. Der Grenzfriedensbund hat seit 2003 keine Steigerung der öffentlichen Mittel des Landes Schleswig-Holstein erhalten. Seit 2003 liegt er bei 67.700 Euro. Für 2007 ist vorgesehen, diesen Zuschuss auf die Hälfte zu kürzen. Für das Jahr 2008 waren keine Mittel mehr für den Verein eingeplant. Ursache für diese Kürzung ist nicht zuletzt die schlechte finanzielle Situation des Landes Schleswig-Holstein. Der Vorstand hat in den letzten Jahren größere Kürzungen vermeiden können, aber das Verhältnis für unsere Arbeit ist im Landtag zurückgegangen, das Verständnis, Entschuldigung. Mehrfach wurde in der jüngeren Vergangenheit die Frage gestellt, warum es noch 4 Grenzverbände geben müsse. Ein weiterer Punkt, der den Vorstand in der Vergangenheit öfter beschäftigt hat, ist unsere Mitgliederentwicklung. Im Zeitraum von 1996 bis 2005 hat der Grenzfriedensbund 21,7% seiner Mitglieder verloren. Diese Tendenz wird sich wegen der Altersstruktur in den nächsten Jahren nicht verändern, sondern eher noch verschärfen. Ich kann hier einen Einschub geben. Es waren mal 800 Mitglieder, die zu Beginn des Vereines letztendlich dann den Grenzfriedensbund getragen haben. Hier sind es eben halt schon 400 Mitglieder. Mitgliederwerbeaktionen, die vom Vorstand durchgeführt wurden, brachten nicht den erhofften Zustrom neuer Mitglieder. Dank des Einsatzes unseres Mitgliedes Helmut Schumann konnten etliche Ausgaben der Grenzfriedenshefte durch finanzielle Zuschüsse von Sponsoren finanziert werden. Mit der kritischen Situation unseres Vereins hat sich der Vorstand intensiv beschäftigt und folgende Alternativen diskutiert. Auflösung. Reduktion der Arbeit, Reduktion der Ausgaben der Grenzfriedenshefte oder einen Partner finden, mit dem die Aufgaben weitergeführt werden konnten. Dieser Partner wurde mit dem ADS gefunden. Kontakte zum ADS wurden in den letzten Jahren vertieft, zusätzlich zu den gemeinsamen Kontakten aller 4 Grenzverbände. In einem kleinen Grenzausschuss trafen sich Grenzfriedensbund und ADS gemeinsam auf den Schleswig-Holstein-Tagen. Die soziale Jugendarbeit des ADS hat Bezüge zu unserer Arbeit. Der Vorstand entschied, vor der Sommerpause Fusionsverhandlungen mit dem ADS zu führen. Wichtig war dem Vorstand, dass wesentliche Teile unserer Arbeit in dem neuen Verein fortgeführt werden müssen. So viel das Zitat, das Lothar Hay eben halt hier in diesem Heft dann darlegt, um aufzuzeigen, weswegen es notwendig war, diese Fusion dann durchzuführen. Sie sehen hier eben halt die Entwicklung, letztendlich der ADS-Nadel, wie wir sie immer so schön sagen, dann eben halt das, was Sie sozusagen aus den Grenzfriedensheften kennen, dieses Bild hier, was dann wiederzufinden ist. Und daraus wurde letztendlich dann dieses Logo. Wir haben es in der Zwischenzeit ein bisschen modernisiert, damit es eben halt ein bisschen frischer aussieht. Es ist kein besonderes attraktives Logo, das geben wir gerne zu. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, wir arbeiten dran, das aufzufrischen und das werden Sie eben halt dann demnächst auch sehen können. Heute und morgen. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen was über den ADS Grenzfriedensbund, den Verein insgesamt sagen, wo wir stehen und was wir in der Zukunft entsprechend machen wollen und wo Sie letztendlich dann eben halt auch sehen, dass die Arbeit des Grenzfriedensbundes in diesem Konstrukt entsprechend weitergeht. Das ist der aktuelle Vorstand. Ich darf Ihnen ganz herzlich Grüße von Frauke Tengler, unserer Vorsitzenden, ausrichten, die heute sehr gerne hier gewesen ist, aber ganz kurzfristig absagen musste. Im Verein sind mit dabei Lorenz Detlefsen und Sven Kleinschmidt. Beide sind sozusagen Nachfolger der Gründer, nämlich hier C.C. Christiansen und hier eben halt die Detlefsen-Familie.
Weiter ist mit dabei Horst Eie. Wir nennen ihn immer liebevoll Mr. Schullandheim. Zu den Schullandheimen sage ich gleich was. Er hat in Flensburg an der PH damals, an der Pädagogischen Hochschule, den Bereich außerschulischen Lernort aufgebaut und somit entsprechend Ziele für attraktives Reisen von Schulklassen in die Schullandheime aufgebaut. Hier ist auch wieder schon der Staffelstab an die nächste Generation weitergegeben. Das ist sein Sohn, der sozusagen dann eben halt in diesem Bereich mit eingeführt wird. Martin Eie, der im Vorstand auch aktiv ist. Politisch vertreten sind Petra Nikolaisen, die letztendlich dann als Bundestagsabgeordnete auch den Weg eben halt nach Berlin uns öffnet und letztendlich für eine sichere Finanzierung sorgt. Und Kai Richard, FDP-Ratsherr der Stadt Flensburg und gleichzeitig eben halt auch Mitglied im Landtag. Das Führungsteam, die einzelnen Abteilungen unseres Hauses sind hier entsprechend dargestellt. Meine Stellvertreterin ist Gisa Görresen, die gleichzeitig die Abteilung der Kitas leitet. Sönke Andersen, der unser Verwaltungsleiter und Leiter der Geschäftsstelle ist. Kirsten Karg für das Haus der Familie. Hier ist ein ehemaliges Urgestein des ADS. Das ist Hans-Peter Kröber, der die Kinder- und Jugendarbeit in Flensburg maßgeblich aufgebaut hat, jetzt uns noch als hervorragenden Fotografen zur Verfügung steht und ganz viele tolle Fotobände macht. Er hat den Staffelstab weitergegeben an seinen Nachfolger Hartmut Schulz, der letztendlich eben halt Sprecher der Kinder- und Jugendtreffs ist. Andreas Heiler ist der pädagogische Leiter unserer Schullandheime und Leiter des Schullandheimes Ulsnis und wie schon vorhin eben halt angedeutet, Matthias Schartl, der diesem Führungsteam angehört. Wir treffen uns alle 14 Tage und entwickeln sozusagen uns weiter und tauschen uns regelmäßig aus und arbeiten an der Strategie, wie wir uns in der Zukunft ausstellen wollen. Zahlen, Daten, Fakten sage ich immer gerne aus dem Jahr davor, aber die habe ich noch nicht. Die sind in Vorbereitung und die werden zur Mitgliederversammlung im Mai dann vorgestellt werden. Aber nichtsdestotrotz kann ich Ihnen eben halt sagen, dass wir einen Jahresumsatz in 2018 von 26 Millionen hatten. Und das werden wir in diesem Jahr sicherlich noch toppen, weil wir noch weitere Mitarbeiter dazu bekommen haben. Wir werden wahrscheinlich bei 28 Millionen Euro landen. Wir sind ein gemeinnütziger, nicht gewinnorientierter Verein. Das heißt, wir dürfen keine Gewinne erzielen. Und Sie sehen eben halt, dass wir 2018 nur 6.500 Euro ausgewiesen haben als Plus, nicht mehr. Wenn wir große Gewinne machen würden, müssen wir die wieder ans Land zurückzahlen. Das wollen wir natürlich entsprechend nicht. Und deswegen ist hier entsprechend auch die schwarze Null, wie das so schön heißt, dann zu sehen. Hier ist das Tortendiagramm unserer Mitarbeiterstruktur zu finden. Sie sehen, dass die größte Anzahl eben halt in den Kitas ist. In 2017 waren es 512 Mitarbeiter, Ende 2018 499 und wir sind jetzt eben halt bei über 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nämlich 550 im Kita-Bereich, nur in dem Kita-Bereich. Insgesamt sind wir jetzt eben halt dann bei 650 Mitarbeiter, die Ende des Jahres 2019 dann zusammengezählt worden sind. Und Sie sehen eben halt die meisten im Kita-Bereich, dann Schullandheime, dann das Haus der Familie, die Geschäftsstelle, die Jugendtreffs. Für die Grenzfriedenshefte haben wir einen, der eben halt nicht ehrenamtlich, sondern eben halt offiziell tätig ist und dafür sorgt, dass die Grenzfriedenshefte immer in der bewährten Form dann entsprechend rausgegeben werden. Ein besonderes Projekt, was wir haben, aber wo ich heute nicht drauf eingehen möchte. Für Sie eben halt schon mal wichtig, save the date. Sie sind herzlich willkommen zu unserer Mitgliederversammlung, die in 2020 eben halt unter einem ganz besonderen Punkt steht. Wir treffen uns auf der Grenze. Wir sind eben halt Teil einer Veranstaltungsreihe, die letztendlich eben halt in diesem 100-jährigen Feierjahr zu finden ist. Und wir werden uns auf der Grenze in Nyhus treffen und dort letztendlich dann unseren Ministerpräsident begrüßen. Wir werden Gäste von dänischer Seite haben, die von der dänischen Seite dann auf den Schlagbaum zugehen werden und von der deutschen Seite und werden da die Grußworte hören und letztendlich dann uns austauschen, was es eben halt an Besonderheiten dann auch beim ADS Grenzfriedensbund zum Thema Grenze gibt. Das hatte ich Ihnen gerade schon erzählt. Jetzt gehen wir weiter. Was ist so Besonderes am ADS Grenzfriedensbund? Und zwar hier im Kindergartenbereich, in den Kindertagesstätten. Und wofür wir letztendlich vom Land Schleswig-Holstein auch besonders unterstützt werden.
Das Land Schleswig-Holstein muss für die EU, für die europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen im Grenzland Angebote vorweisen. Und diese Angebote, da unterstützen wir das Land Schleswig-Holstein, indem wir letztendlich dann die regionalen Minderheitensprachen bei uns in den Kitas sprechen lassen. In unseren Kitas, Sie sehen gleich, wie viele es sind, haben wir eben halt niederschwellig, also die Kinder werden langsam rangeführt an die Sprachen. Ein dänisches Sprachkonzept ist nicht zu verwechseln mit den dänischen Kindergärten, in denen Dänisch gesprochen werden. Hier wird ein bisschen Dänisch gesprochen, hier wird ein bisschen Plattdeutsch gesprochen und hier wird ein bisschen Friesisch gesprochen. Und das wird in Form von diesen Handpuppen gemacht, weil die Kinder wissen dann immer, wenn diese Handpuppen kommen, dann müssen sie eben halt in diesen Regionalsprachen sprechen. Die Puppen verstehen leider nichts anderes, sondern eben halt nur Dänisch oder Plattdeutsch oder Friesisch. Das ist ein tolles Konzept, wenn man sich das eben halt mal anhört oder ansieht. Das ist schon großartig, wie die Kinder damit umgehen. Wir werden gefragt, warum es denn nicht Englisch ist, oder es gibt sogar Fragen, ob man das nicht in Chinesisch machen möchte, dieses Sprachangebot. Nein, extra nicht. Wir wollen eben halt unsere Regional- und Minderheitensprachen fördern und letztendlich dann die Kinder auch unterstützen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die beweisen, wenn Kinder in jungen Jahren eben halt mit einer anderen Sprache in Berührung kommen, dass sie eben halt, wenn sie älter sind und tatsächlich Sprachen lernen, es leichter haben. Das heißt also dann, die englische Sprache beispielsweise zu lernen, ist dann für sie einfacher, und insofern setzen wir unser Konzept um. Dieses Konzept ist von einer unserer wichtigsten Mitarbeiterinnen entwickelt worden. Das ist Marita Marxen, die damals eben halt als Geschäftsführerin für den Bereich Weiterentwicklung der Kindertagesstätten dann zuständig war. Ganz schnell einmal durch. Wir sind weiterhin eben halt Arbeitsgemeinschaft Deutsche Schleswig und sind eben halt genau in diesem Bereich aktiv, nicht weiter runter in Schleswig-Holstein, sondern wirklich eben halt in dem Landesteil. Hier sind unsere Kitas abgebildet. Wir haben 37 Kitas im Moment. Die 38. wird in den nächsten Tagen, nämlich am 1.3. aufmachen in Kropp. Wir haben rund 2500 Kinder, die wir betreuen. Das macht ungefähr 3% aller Kinder, Kita-Plätze aus in Schleswig-Holstein. Wir haben die größte Kita in Satrup mit 225 Plätzen. Das sagt Ihnen vielleicht nicht viel, aber wenn Sie sich vorstellen, dass 14 Kita-Gruppen dort an einem Ort sind, dann macht das vielleicht schon so ein Eindruck, was letztendlich dann da passiert. Die kleinste Kita ist weiterhin unsere Kita in Engelsby. Sie erinnern sich die Baracke, die wir damals hatten, und die ist weiterhin unsere Kita, und wir sind auch ganz stolz drauf, dass wir da die kleinste Gruppe entsprechend haben. Sie lesen das aus der Zeitung oder sind vielleicht eben halt durch die Familien persönlich betroffen. Die Kita-Plätze reichen nicht mehr, wir müssen Plätze schaffen. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren in Jablund, Hörnum, List, Handewitt weitere eben halt Plätze geschaffen. Und das wird in den nächsten Jahren entsprechend auch so weitergehen. Wir werden aber eben halt nicht weiter in Schleswig-Holstein aktiv sein, sondern wie gesagt uns hier weiter auf diesen Raum beschränken. Was besonders ist, ist bei uns in Schleswig-Holstein, Sie wissen ja, es ist eben halt Zuwanderung. Die Migrationsrate liegt im Durchschnitt bei 20%. Und es gibt eine Kita in Flensburg, nämlich in der Schulgasse. Dort sind 19 Nationen vertreten. Und Sie können sich vorstellen, was das für ein Sprachgewirr ist. Es ist aber toll mit anzusehen, wie die Kinder letztendlich dann doch alle gemeinsam Deutsch lernen. Und es ist dort eben halt ein besonderes Projekt, das heißt Mama lernt Deutsch. Wenn die Kinder dann eben halt in der Kita betreut werden, haben wir eben halt ein Sonderangebot in einem Nachbarhaus, wo dann eben halt die Mütter kommen dürfen und letztendlich dann auch dann Deutsch lernen. Das sind jetzt besondere Abkürzungen, die sollen Ihnen aber nur sagen, dass wir einen Qualitätsstandard haben, dass wir letztendlich modern sind in der Kommunikation mit den Eltern und der Kita selber. Es gibt ein neues Kita-Gesetz, hier gibt es eben halt auch nochmal eine neue Form einer Datenbank, die wir pflegen müssen. Auch wenn wir immer noch den alten Namen haben, sind wir sehr modern und sehr attraktiv und eben halt auch für Mitarbeiter ein sehr guter Arbeitgeber. Schullandheime,
Auch da nur ganz kurz, weil ich vorhin die Baracke in Glücksburg gezeigt habe, auch hier noch ein bisschen, was wir da entsprechend machen. Da ist die Baracke in Glücksburg. Wir haben das weitere Schullandheim in Rantum und ein Schullandheim auf Amrum in Bahnhorn. Ein weiteres in Ulsnis, hier eben halt unser pädagogischer Leiter, Herr Heiler, der letztendlich das Haus auch leitet. Und wir haben eben halt hier noch ein Schullandheim, was uns nicht mehr gehört, deswegen 4+1. Das Haus dürfen wir aber entsprechend weiterhin nutzen. Es ist außerschulischer Lernort, das hatte ich vorhin schon gesagt. Wir machen da Schularbeit und weil es dem Land Schleswig-Holstein so wertvoll ist, haben wir auch 3 freigestellte Lehrer, die wir entweder 2, 4 oder 6 Jahre bei uns entsprechend beschäftigen dürfen. Und mit über 800 Betten haben wir eben halt wirklich große Möglichkeiten, Klassenfahrten zu machen. Hat jemand von Ihnen schon mal eines unserer Häuser besucht? Hat eine Klassenfahrt dahin gemacht vielleicht? Ich sehe ein bisschen Nicken. Ich selber bin in Rantum gewesen und als ich sozusagen beim ADS-Grenzfriedensbund angefangen bin, bin ich natürlich nach Rantum gefahren und habe mir das Schullandheim angeguckt und ich kann Ihnen sagen, ich kann sogar noch das Zimmer finden, in dem ich damals eben halt war und es ist eben halt eine besondere Erinnerung, weil diejenigen, die da gewesen sind, wissen, dass es besonderen Tee gab, nämlich roten Holunderblütentee und eben halt grünen Pfefferminztee und der wurde in solchen Metallkannen eben halt ausgeschenkt. Wenn ich die Augen zumache und eben halt ganz tief denke, dann schmecke ich eben halt auch noch diesen Tee. Also es ist eine besondere Verbindung, die ich da auch habe. Was wir entwickeln, ist natürlich eben halt gerade hier mit den Schullandheimen ein Miteinander dies und jenseits der Grenze. Wir haben ein besonderes Projekt der Schülerbotschafter, auf das ich später noch eingehe, weil die eben halt besonders über die Minderheiten in der Grenzregion berichten. Ja, und wir entwickeln natürlich eben halt dann auch Ideen für den Aufenthalt der Lehrer, für den Aufenthalt der Schüler in unserem Schullandheim, indem sie letztendlich Angebote bekommen, um das Grenzland zu erleben und um eben halt auch ein Verständnis für die Regional- und Minderheitensprachen zu bekommen. Die Dialogveranstaltung lebt weiter und sie wird in diesem Jahr dann Save the Date, heißt es ja so schön, am 29. Oktober 2020 stattfinden. Und wir freuen uns, dass wir Frau Weber gewinnen konnten, die dort eben halt den Vortrag dann halten wird. Ich habe hier einfach mal als Arbeitstitel Historie 1920 bis 2020 geschrieben. Wir werden einen entsprechenden passenden Titel finden, da bin ich entsprechend sicher. Ja, dann sind wir als ADS Grenzfriedensbund Mitglied im Gremium 2020. Das ist ein Gremium in Schleswig-Holstein und zwar eben halt vom Landtag, vom Landtagspräsidenten und vom Staatssekretär aus der Staatskanzlei, die letztendlich dann besondere Personen zu sich gerufen hat, um eben halt jetzt dieses Feierjahr 2020 entsprechend mitzuentwickeln, um Projekte eben halt zu haben, wie diese Veranstaltung heute, die gehört entsprechend mit dazu. Ja, und wir als ADS Grenzfriedensbund dürfen mittlerweile dann eben halt die 4 damaligen Grenzverbände, jetzt eben halt 3 entsprechend vertreten. ADS Grenzfriedensbund ist sozusagen dann Sprecherin für diese 3 Grenzvereine. Ja, und es gibt eben halt dann besondere Angebote, die wir letztendlich dann auch für 2020 entwickeln. Nochmal mit den Schülerbotschaftern, ich komme gleich darauf zu sprechen. Ein Grenzläufer, ein Heftchen, was wir für die Schüler entwickeln, aber eben halt auch ein besonderes Fest, was wir im Juni feiern werden. Das machen wir schon ganz lange. Das heißt, das ist das Solitüde-Fest in Flensburg, sozusagen am Wasser. Sie sehen hier auf die Flensburger Förde. Und das wird eben halt dieses Jahr ein ganz besonderes Fest der Freundschaft werden, wo wir ganz viel eben halt Besuch aus Dänemark auch bekommen werden. Ich hatte schon in den Kitas vom Sprachprofil gesprochen. Ich hatte von der Kooperation mit dänischen Partnereinrichtungen vielleicht noch nicht gesprochen, weil die dänischen Kitas, also die mit dem dänischen Sprachprofil, Partnereinrichtungen auf der dänischen Seite haben. Man hat einen sehr guten Austausch miteinander. Sie haben die Handpuppen gesehen. Rasmus Klump ist dort sozusagen die Handpuppe. Die reist auch von einer Kita in die nächste, was sozusagen sehr spannend dann auch für die Kinder ist. Wir tauschen uns mit den Kniesberg aus, ist ja auch eine Form eines Schullandheimes und sind da eben halt sehr gut im Austausch. Und wie gesagt, es gibt weitere Angebote, die wir über die Grenze entsprechend vorbehalten. Wer von Ihnen hat den Überseemarsch dieses Jahr mitgemacht? Wir hatten ein ganz besonderes Erlebnis, nämlich, dass diesmal junge Leute
am Denkmal gesprochen haben, und zwar die Schülerbotschafter. Jetzt komme ich endlich zu den Schülerbotschaftern. Die Schülerbotschafter sind Schüler der drei dänischen Schulen, nämlich A.P. Møller Skolen und Duborg Skolen auf der deutschen Seite und auf der dänischen Seite eben halt die deutsche Schule in Appenrade, die letztendlich Schüler haben, die in der Minderheit aufwachsen und sich letztendlich dann über ihre Minderheiten, über das Sein in den Minderheiten, über die Vorteile, Teil einer Minderheit zu sein, entsprechend informieren. Die haben eine bemerkenswerte Rede am Denkmal entsprechend gehalten. Es waren vier Schülerbotschafter, die ausgewählt wurden und die letztendlich eben halt ihre Sicht der Dinge auf 100 Jahre Grenzziehung bzw. Wiedervereinigung entsprechend gezeigt haben, aufgezeigt haben. Für uns zeigt es, dass eben halt unsere Geschichte, unsere 100 Jahre Geschichte damit nicht zu Ende ist, sondern dass wir tatsächlich junge Leute für dieses Thema begeistern können und eben halt auch in diesem Sinne dann als Verein entsprechend in die Zukunft und zwar eben halt sehr gut aufgestellt in die Zukunft gehen können. Das ist ein besonderes Bild und da sind wir ganz besonders stolz drauf. Herr Brückemeier, Sie sind auch mit drauf. Unsere Vorsitzende, Frau Tengler, war sehr erfreut, dass sie eine Privataudienz bei Dronning Margrethe, Königin Margrethe haben durfte. Die Königin war anlässlich ihres Besuches in Schleswig-Holstein im letzten Jahr bei der A.P. Møller Skolen in Schleswig und hat dann eben halt mit ausgewählten Persönlichkeiten eben halt sprechen können. Wieso war das so, dass Frau Tengler mit dabei war? Wir haben die Königin überrascht und deswegen sind wir dann eben halt mit an diesem Tisch gewesen. Sie sehen eben halt hier diese Bildergalerie. Wir haben unsere dänischen Kitas gefragt, Kinder, habt ihr nicht Lust, die dänische Königin zu malen? Und Sie sehen eben halt hier diese Kunstwerke. Das ist die dänische Königin. Die dänische Königin hat sich sehr darüber gefreut. Und wir haben letztendlich eine Collage dann übergeben. Und wie gesagt, das führte dann dazu, dass Frau Tengler die Möglichkeit hatte, über die Grenzverbände zu referieren, über unser Sein, unsere Arbeiten. Und insofern sind wir sehr stolz, dass wir entsprechend mit dabei sein konnten. 70 Jahre Grenzfriedensbund im Wandel der Zeit, damals, heute und morgen. Wird es den Grenzfriedensbund weitergeben? Ja, in der Fusion. Wir arbeiten dran, letztendlich das in die Zukunft zu bringen und haben ganz viel vor mit dem ADS Grenzfriedensbund. Unser Ziel ist nämlich die Zukunftssicherung für Verein und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für die Stärkung des gesellschaftlichen Beitrages. Das sind sozusagen unsere Anforderungen, die wir uns an uns selber stellen. Was bedeutet das? Den Ausbau und die Modernisierung der Grenzfriedensarbeit in 2020 und darüber hinaus. Wir wollen neue Kommunikationsstrukturen aufbauen, brauchen dafür ganz viel Geld, um Software und Hardware letztendlich uns leisten zu können, um alle Häuser entsprechend anzubinden, um modern aufzustellen, neue Formen eben halt von Heften, Werbematerialien zu machen und die Grenzfriedenshefte online zu stellen. Nochmal, es wird immer ein Heft geben, damit eben halt auch alle sicher sind, um das auch dann in der Form dann behalten zu können. Wir werden moderne Schullandheimarbeit entsprechend anbieten, um letztendlich die jungen Leute an das Thema ranzuführen. Wir werden unsere Häuser modernisieren. Wir werden unser Haus der Familie, wo letztendlich Familienbildungsstätte, Familienarbeit gemacht wird und die Geschäftsstelle zusammenbringen. Wir haben uns dazu die Förderklinik, die ehemalige Förderklinik in Flensburg gekauft und werden dort eben halt ein neues Veranstaltungszentrum auch für solche Veranstaltungen wie heute Abend hier entsprechend anbieten. Und wir werden die Strategie weiterentwickeln, in der wir seit drei Jahren dabei sind, um modern in die Zukunft zu gehen. Und da wird in den nächsten Jahren sehr viel passieren. Da werde ich Sie gerne auf dem Laufenden halten, wenn Sie eben halt interessiert sind. Ich möchte schließen und ich habe ein ganz besonderes Bild, mit dem ich letztendlich dann Herrn Professor Auge und Frau Weber überrasche. es ist auch eine besondere Auszeichnung dann letztendlich für diese Arbeit, die wir leisten, eine besondere Einladung zu erfahren. Und das haben wir drei eben halt genießen können. Das war ganz besonders, weil wir letztendlich zur Auftaktveranstaltung in Dänemark, in Kopenhagen eingeladen waren, bei eben halt Mette Frederiksen, bei der dänischen Königin, in dem Danske Theater, in dem alten historischen Theater in Kopenhagen und letztendlich dann auf der Auftaktveranstaltung 1990
2020 mit dabei sein zu können. Es war eine großartige Erfahrung und wir beide haben den Herrn hier mit besonderer Fliege in die Mitte genommen. Die beiden wissen, dass dieses Bild niemals so stattgefunden hat, weil wir uns gegenseitig fotografiert haben. Es ist eine Collage, aber ich glaube, es ist einigermaßen gelungen. Es war ein toller Abend und es ist sozusagen für uns drei wirklich eine Auszeichnung gewesen, dass wir diese Arbeit machen und dass wir diese Arbeit wirklich in die Zukunft weiterbringen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Fragen noch zur Verfügung.